Herein. Grüß Gott, ich komme von der Firma Steinmüller, Steinmüller, Steinmüller. Kenn ich nicht. Und nochmal Steinmüller. Ach so, die kenne ich. Hätten Sie vielleicht ganz kurz Zeit, dass ich Ihnen mal unsere Produktpalette vorstelle? Nö. Ganz wunderbar. Die Firma Steinmüller lädt Sie ein, eine Woche lang unsere Kollektion gratis zu testen. Ist das was? Nö. Darf ich kurz reinkommen? Nö. Dankeschön. Oh, schön haben Sie es hier. Naja, das ist auch eine 12-Stalaktitenhöhle. Sowas wird heutzutage gar nicht mehr gebaut. Ist da das wahr, ja? Hatten wir echt Glück, dass wir die gekriegt haben. Unser Vormieter hat ja so einen Säbelzahntiger zerfleischt. Er ist den einen Arm abgebissen, ziemlich blutige Sache. So, wunderbar. Da hätten wir gleich mal unseren Klassiker, den Rockmaster 3000. Das ist ein Stein. Und was für einer? Fassen Sie mal an. Und jetzt? Den können Sie jetzt zum Beispiel ins Regal legen. Hab kein Regal. Oder einfach auf den Fußboden legen zum Beispiel. Machen Sie mal. Nicht schlecht. Ist doch superle, oder? Und jetzt unser neuestes Angebot. Ganz wunderbare Flachkiesel. Haben Sie Fußpilz? Ja. Hatte ich auch mal ganz üble Sache. Aber zurück zu den Flachkiesel. Greifen Sie da mal so richtig fest rein. Richtig fest reingreifen. Genau. Ja. Und jetzt auf den Boden verteilen. Mit Schmackes. Auf geht's. Jawohl. Und die bleiben dann da so liegen, oder? Die bleiben dann einfach so liegen, oder man kann sie auch wieder aufheben. Also, das ist multifunktional, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ilse? Ja? Was meinst du, brauchen wir Kiesel? Wie viel sollen sie denn kosten? 3 Gürteltiere 50 und ich würde sagen, ich lege Ihnen den Rockmaster 3000 noch kostenlos mit dazu. Ist das was? Na, lass uns das mal machen, Heinz. Ja, aber so viel habe ich jetzt gerade gar nicht bei mir. Kann ich auch Rattenzahlung machen? Aber natürlich nicht. Frau Schnackenburger, was machen Sie denn in unserem Sketch? Ich spiele eine Stehlampe. In der Steinzeit gibt's aber noch keine Stehlampen. Tschüss. Bitte ganz, wie Sie meinen, daneben nicht.